Und damit willkommen zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition im Live-Let's Play. Auf nach Unterrom zum Kommunikationszentrum, das wir erobern sollen. Dann landen wir doch mal. Wir nehmen mit, Garrus hat man schon lange nicht mehr. Wir haben alle andere. Außer Javik. Javik nehme ich. Ich werde Javik nicht mitnehmen. Ah komm, einmal. Kann ich den Aussehen ändern? Ne. Nehmen wir das. Okay, komm. Einmal können wir wieder mitnehmen. Damit er sich nicht ganz so ausgeschlossen fühlt als Proteaner. Du hast die und du hast die. Ja. Antigravitationsgranate. Ah. Ich dachte, das ist keins von dem, was ich benutzen will. Ah, komm, einfach nur, damit wir die Punkte da drin haben. Dann den oberen Weg. Reservemunitionskapazität. Steckt Feinde in Explosion und Brand, die im Umkreis von. Oh. Okay. Und die Disruptor-Munition. Klar, wäre strategisch, hat dem immer zu wechseln, aber. Ich bin noch zu faul dafür. Also, das heißt, wir bräuchten insgesamt 11. 11 minus 3 sind 8 Punkte noch. Und wir sind in der Stufe 60. Wow. Garrus doch ein. Ja. Okay, bei dir ist die panzerbrechende Munition. Okay. Commander, Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Sie versuchen, die Kontrolle über drei kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt mit der Position des Terminals, das Sie als erstes knacken. Ach verdammt, ich habe immer die falsche Sniper noch drin. Wir hindern Sie daran, sich einzuhacken. Okay. Zeigt mal euer Köpfchen. Tot, tot. Noch einer. Danke für die Medikits. Oder für gar nichts diesmal und nicht mehr XP, okay. Einfach die nächsten Koordinaten hoch. Ich. Ja, Commander. Aktualisiere Ihre
Scheint so, als wäre Level 60 das Maximum dann. Ich meine, wenn wir gar keine XP jetzt mehr kriegen. Ich glaube, das I ist an der falschen Stelle. Das müsste eigentlich Ship heißen, nicht. Misato, komm. Misato, sind Sie da? Sie hat zu viel Angst, um zu antworten. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Wenn Sie jetzt aufgeben, sterben Tausende. Sagen Sie mir, was ich wissen muss. Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Runter? Nein. Wie hoch? Aber ich will nicht nachsetzen. Auch nicht nachsitzen. Peaks, peaks. Schön, dass du verwundet bist, interessiert mich doch nicht. Ja, da steht schon wieder Ei. Sp. Statt Ship. Ist unglaublich. Kann ich schreiben, die Typen. Gute Arbeit, Lieutenant. Das war's? Wow. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es, Misato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie lässt sich von dem Cerberus-Angriff nicht abschrecken. Gute Arbeit. Hackett Ende. Das war jetzt irgendwie kürzer als gedacht. Was bringt mir eigentlich der Ruf noch? Der ist doch Max. Ich verstehe immer nicht, warum hier so aussieht, als würde ich hier noch, keine Ahnung, ein Prozentchen fehlen. Aber der ist doch Maximum. Ah. Es ist so schön voll. Oh. Ja gut, dann fangen wir jetzt die andere Mission an. So, dann sind wir jetzt im System und auf nach Horizon. Da, wo wir in Mass Effect 2 Ashley getroffen haben. Beziehungsweise würde man, hätte man sich für Kaden damals entschieden, dann würde man da Kaden treffen. Oder Kaidan. Kopfschmerz Kaidan. Landen war. So, jetzt hat man Jarvik mit. Hat auch schon wieder gereicht. War Ashley mit. War ja passend dort. Und wir nehmen. Da kommt Liara. Ja, jetzt wechseln wir aber bitte. Nicht zur Widow, zu Violent. Also, was wissen wir, Commander? Edie? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Wir gehen erst, wenn wir Cerberus ein Stück näher gekommen sind. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, Oriana Lawson. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint.
Lawson? Schwester von Miranda? Orianna? Das ist Mirandas Schwester. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Unsere Verbindung zu Cerberus. Nähern uns der Landezone. Ich sehe Schäden, Commander, aber keine Aktivität. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Nicht zur Überraschung. Ganz schön viel Zerstörung. Größeres Feuergefecht. Ja, aber hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Wir kriegen Ärger! Naja, oh. Eine Heuschrecke! Hab ich gesehen! Phantome! Ich hasse diese Typen! Nicht nur du. Auf mit deiner Barriere. Auf den Scharfschützen achten. Der diese Gate-Sniper? Nein. Sieht aus, als hätte eine Evakuierung stattgefunden. Und anscheinend haben die Reaper auf sie geschossen. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Würde mich nicht stören. Cerberus nervt einfach nur. Dankeschön. Kommunikationsgeräte sind zu ihrer eigenen Sicherheit streng verboten. Mhm. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Weiter. Cerberus Shuttles. Da drüben bei dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung. Das heißt, ich muss hier lang. Ich darf nicht ins Feuer laufen. Warum nicht? Shepard schon heiß genug? Das ist eine komische Tastatur, bei der die Tasten nicht so versetzt sind, sondern alle nur gerade. Weil normal ist die Tastatur ja immer so dort, 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 also ist immer so um so eine Hälfte versetzt. Aufnahmen der Überwachungskameras. Das war eine Art Empfang. Die Flüchtlinge wurden sortiert. Sehen Sie nur, wie viele es waren. Los, suchen wir weiter. Was? Nichts passiert? Alles gut. Glas. Das muss eine weitere Landezone sein. Die Schiffe, die wir draußen gesehen haben, müssen darauf gewartet haben, rein zu dürfen. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Zum Beispiel da? Ich habe hier ein Fragment von irgendeiner Aufnahme. Wir landen in wenigen Minuten. Du solltest das hier sehen, Dad. Ich nehme ein paar Sachen auf und schicke sie dir dann. Sie haben uns gewarnt, dass wir keine Kommunikationsgeräte benutzen dürfen, bis wir die Formalitäten hinter uns haben. Was habe ich dir gesagt? Die Sicherheit ist erstklassig. Ich kann es gar nicht erwarten, bis du aufkommst. Hab noch eins. Ich kann jetzt nicht anrufen, aber ich schicke das hier weg, sobald es geht. Meine Kleine ist krank, deshalb bin ich weg. Ich liebe dich, aber ich muss mich um sie kümmern. Die Krankenhäuser haben keine Flüchtlinge mehr aufgenommen und ich konnte mir von dir keine Credits leihen. Neuankömmlich. Okay, fertig geredet. Vor uns, Commander. Verluste auf beiden Seiten. Cerberus! Bumm.
Ah. Beobachtungsdeck. Das ist eine Sackgasse. Wir brauchen einen Ausgang. Weitersuchen. Hm. Hm. Alle Sicherheitsmaßnahmen dienen nur dazu, Sie und Ihre Lieben zu beschützen. Mhm. Glaube ich dir auch. Sofort Stimme. Aus dem oben. Ah, Miranda. Was ist das? Das ist Miranda. Hier spricht Miranda Lawson. Wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie verzweifelt oder dumm. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Drehen Sie um, hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge, bleiben Sie weg. Okay, also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas ihren Vater. Wie passt das alles zusammen? Warte mal. Könnte es sein, dass Mirandas Vater der Unbekannte ist? Ich glaube, das haben wir ja noch nie ganz so erfahren. Wer ihr Vater wirklich ist, oder? Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Das Wasser. Wozu das ganze Brimborium? Sie mussten etwas verbergen. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los! Oh. Was war... War das jetzt alles von Wasser geflutet oder von Brimborium? Ist doch kein... Was zum Geier ist Brimborium? Brimborium. Etwas, was als unnützes drumherum empfunden wird. Okay, ich habe dieses Brimborium habe ich zuvor noch nie in meinem Leben gehört. Ich dachte, das wäre irgendein Element oder so. Wie hat Cerberus einen Weg gefunden, sie zu benutzen? Die Antwort muss hier irgendwo sein. Und Miranda steckt mittendrin. Wir sollten uns beeilen. Jemand zu Hause? Hallo? Willkommen? Klopf, klopf. Das sieht eher aus wie eine Fabrik als wie ein Flüchtlingslager. Als wie? Ernsthaft? Als wie? Obwohl mal. Anders als ein. Ja, sieht anders alles aus als ein Flüchtlingslager. Eine Art Befehlszentrale. Ich glaube, das ist die einzige Ausnahme, dass man als wie sagen kann. Wie ein Flüchtlingslager. Sieht anders aus als wie ein Flüchtlingslager. Ja, doch, obwohl. Könnte gut sein. Abgeschaltet. Suchen Sie einen Schalter. Das verwirrt mich jetzt selber. Suchen Sie einen Schalter. Natürlich muss ich den Schalter wiederfinden, ne? Hauptschalter. Jetzt. Was geht da vor? Das sind Flüchtlinge. Sie töten sie einfach. Das ist kein Töten. Schlimmer. Sie werden in Husks verwandelt. Los was? Muss ich jetzt hier raus? Hirnlose Husks herzustellen ergibt keinen Sinn. Dahinter muss mehr stecken. Ungeeignete Materialien der Wiederaufbereitung zugeführt, okay? Zu ein Gemetzel an so viel. Die Reaper haben angegriffen, weil dieser Ort eine Bedrohung dargestellt hat. Wir müssen den Grund dafür herausfinden.
Was auch immer sich Cerberus mit dem ganzen Scheiß da denkt. Die Reaper haben die Anlage übel zugerichtet. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Kai Leng. Sie weiß nicht, dass er hier ist. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! Ist die Frage, wie alt ist diese Aufnahme schon her, ne? Oh, hi. Das überrascht mich nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn es die überrascht hätte. Wo die herkommen, gibt sicher noch mehr. Ich habe in der letzten Woche die Effizienz der Verarbeitung schrittweise verbessert. Subjekte gibt es genug. Man hat mir gesagt, sie würden vor dem Haupttor Schlange stehen. Der Betrug ist bedauerlich, muss aber sein. Wir haben wenig Zeit. Wir haben die Ergebnisse der Cerberus-Experimente mit den Husks. Ah, Henry Lawson, also okay. Nee, das ist definitiv nicht der Unbekannte. Wo geht's jetzt hier lang? Angriff übrig sein. Ja, okay, einfach nur eine weitere Tür. Au. Au. Ich habe versucht wegzurollen. Er wollte nicht rollen. Und ich weiß nicht, wie lange diese Mission nur noch geht, deswegen würde ich ungern die Folge jetzt beenden. Aber gut. Das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns dann hier wieder und sterben hoffentlich diesmal nicht. Bis dahin. Cheerio.